Während eine künstliche Intelligenz jetzt schon Drake und The Weeknd Songs schreibt, ist im Clubhouse und im Vinyl und Podcast noch immer alles garantiert ohne künstliche Intelligenz. Los geht's nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen bei Vinyl und News, dem Format, wo ich euch darüber aufkläre, was es so Neues im Clubhouse gibt und was dann später im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. Und zwar steht mal wieder das nächste Vinyl und Hangout an. Und zwar findet das Ganze statt am Freitag, den 28. April ab 19 Uhr. Und auch diesmal habe ich wieder coole Special Guests eingeladen, die uns beglücken werden. Aber wie immer werden auch noch ganz viele andere zahlreiche Leute live mit dabei sein. Und das hier ist natürlich der Aufruf, dass auch du dabei bist. Und jetzt geht's mal los mit den Infos rund ums Hangout. Also wir werden thematisch wahrscheinlich mit dem Record Store Day einstarten, weil das ist jetzt einfach das aktuelle Thema. Wir wollen eine Woche danach dann nochmal drauf schauen, wie ist es gelaufen beim Record Store Day vor Ort im Plattenladen. Welche Fänge haben wir gemacht? Was war besonders cool? Was war vielleicht nicht so cool? Und natürlich auch unsere Fänge, die wir online machen, mit einbeziehen. Dazu habe ich den Special Guest Raoul vom Podcast und YouTube-Channel Was mit Rock und Vinyl als Gast. Und ihr könnt gespannt sein, was wir da berichten. Und jeder, der als Gast mit dabei ist, wird natürlich auch über seine Erfahrungen mit berichten. Außerdem haben wir mit dabei den lieben Marc, der hat insgesamt gleich zwei YouTube-Channels, und zwar den größeren, das ist Mini-Klangwunder. Da ist er so hauptsächlich auf das Thema Kopfhörer konzentriert, und dann hat er jetzt noch vor kurzem einen zweiten Kanal gestartet, das ist die Tonkunststube, und er wird uns einen Überblick geben in allen diversen Preisklassen zum Thema Kopfhörer. Ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr live dabei seid, eure Fragen an ihn zu stellen. Und er kennt sich da wirklich breit aufgestellt aus, wird aber, wie gesagt, euch auch nochmal bestimmte Picks raussuchen, sodass, würde ich jetzt mal sagen, für jeden Geldbeutel das passende Gerät dabei ist. Ja. Und dann haben wir außerdem noch auf dem Zettel einen weiteren Special Guest. Das ist der liebe Lukas, der auch vor kurzem erste Podcast-Erfahrungen zum Thema KI gesammelt hat. Daher Grüße auch mein Intro. Den Podcast könnt ihr euch gerne mal anhören, den habe ich unten verlinkt. Wen das interessiert, da geht es so um KI in der Marketingbranche. Ganz spannend. Und bei uns wird er natürlich passend zum Thema beim Vinyl bleiben, und zwar mit dem Thema Freaky Vinyl. Ja, also wir machen mal sozusagen die, öffnen mal die Tore der Freak Show und schauen mal an, was es alles an abgefahrenen Platten, Kunstprojekten gibt aus allen möglichen Ländern. Ich habe Lukas alias Noise and Void bei Instagram natürlich auch unten in die Videobeschreibung verlinkt. Lukas hat da gerade ganz aktuell einen Post gemacht bei Instagram, wo er nochmal genauer beschreibt, was für Platten er euch da zeigen will, aus welchen Ländern die kommen und so weiter. Schaut euch das gerne mal an und lasst natürlich auch ein Herzchen für ihn da. Gut, und natürlich Leute, die regelmäßig beim Hangout dabei sind, die wissen es, eine Kategorie, die ist immer mit dabei, und das sind die Plattenempfehlungen für das laufende Jahr, also die Plattenempfehlungen für 2023. Was denken wir, was ist es wert, gehört zu werden, vorbestellt zu werden, was kommt in Kürze auf den Markt und finden wir besonders heiß? Aber natürlich nicht nur wir, denn ihr kennt das, wenn ihr Gast seid, könnt ihr natürlich auch selber Releases vorstellen. Wir haben ja schon die coolsten Sachen gehört von den diversesten YouTube-Channeln und Instagrammern und. Also es lohnt sich da immer live dabei zu sein und das gleich mitzukriegen, weil es sind immer auch mal wieder Links dabei. Die sind dann relativ schnell tot, weil die Platten halt ausverkauft sind. Insofern nicht ärgern, wenn es dann später im Podcast nicht mehr verfügbar ist. Und außerdem macht es natürlich sowieso immer mehr Spaß,
wenn man teilnehmen kann. Und das ist ja auch das Besondere an den Clubhouse Talks. Also sprich, falls ihr noch nie dabei wart und jetzt vielleicht Interesse gekriegt habt, schaut euch das unbedingt an. Ich habe die Veranstaltung auch unten in den Videobeschreibungen verlinkt. Ihr könnt da zum Beispiel, wenn ihr bei Facebook seid, euer Interesse bekunden oder auch gleich zur Veranstaltung zusagen. Ihr findet natürlich auch alle Links zum Hangout und zur Veranstaltung. Und außerdem habe ich auch nochmal ein Video angehängt, falls ihr jetzt die Clubhouse-App noch nicht habt und da noch zögerlich seid. Da habe ich ja auch mal ein Video gemacht, wo ich erkläre, wie man die App schnell installiert. Das ist im Prinzip in 5 Minuten allerspätestens erledigt und dann habt ihr schon ein paar optionale Einstellungen noch zusätzlich gemacht. Ja. Und dann könnt ihr euch da einlinken. Und für den Club melden, kommt dann auf die Waitlist. Aber wie gesagt, ich lasse euch alle rein. Der Club wächst und gedeiht. Und ich freue mich, ja, wenn auch du bisher noch im Unscheinbaren rumgeflogen bist und dich noch nicht gemeldet hast über den Kanal, wenn du dann auch mit dabei bist. Also merken, Freitag, 28. April, ab 19 Uhr. Und jetzt nicht jammern, du kannst auch erst um 9 kommen, wir werden sicherlich noch dran sein, du kannst auch um 10 kommen, wir werden wahrscheinlich immer noch dran sein. Also die letzten Serien haben so die 4-Stunden-Marke nicht nur tangiert, sondern auch überschritten. Deswegen gibt es ja inzwischen auch die Podcast-Folgen dann nochmal gesplittet, damit die nicht so lang werden. Aber glaub mir, wenn du noch nie dabei warst und das live nicht erlebt hast, die Stunden gehen nur im Fluge vorbei, weil es ist immer spannend. Man trifft nette Leute, hat coole Themen und es lohnt sich. Also sei auf jeden Fall dabei. Und wenn du jetzt ganz zufällig bei diesem Video gelandet bist, weil du mal wieder Vinyl oder irgendwas da bei YouTube eingegeben hast oder ein anderes Video geschaut hast und jetzt hier gelandet bist, dann auf jeden Fall, ich habe es den Leuten ja schon so oft gesagt, drückt auf diesen Abonnieren-Button, ja, ich meine, so schwer kann es doch nicht sein, wenn du das Video doch sowieso schon guckst und es dir hier gefällt, dann zeig das doch gerne auch mit einem Like und ich freue mich natürlich auch über Kommentare aller Art, aber am meisten, wenn du bei Clubhouse dabei bist und wir uns vielleicht persönlich kennenlernen und über Vinyl schnacken können. Also, dann würde ich nochmal sagen, bis denne und ich freue mich. Ciao.